Mann, ich hänge! Oh Gott. Ach, mein Junge, du bist kurz davor. Arno, kannst du mal bitte helfen? Ja. Und beeilt euch, wir müssen bald los. Ich bin so gut wie fertig. Ja, das sieht man. Bitte sehr. Ach. Ey, du bist schön genug. Ich kann heute keine Brautjungfer sein. Ach, schau doch oben in meinem Kosmetikschrank nach. Da muss ein Abdeckstift liegen. Danke. Herrje, warum rast an solchen Tagen die Zeit immer so? Ich muss mich auch noch umziehen. Ich heirate heute die Liebe meines Lebens. Dann lasse ich mir den Tag von niemandem vermiesen. Da mache ich mit. Und wenn du mir jetzt noch sagen kannst, wo meine Schuhe sind, dann steigert sich meine Liebe zu dir ins Unermessliche. Also, bis gleich. Mua. Konstantin. Hallo. Na? Ist der Hammer. Sollen wir nicht auch gleich heiraten? Also, ich würde mir das nochmal überlegen. Lisa hat einen fetten Pickel. Ah! Oh, und sie ist treffsicher. Frauen sollen ja dazu da sein, der Schönheit des Lebens Ausdruck zu verleihen. Dem kann ich nur zustimmen. Und? Auch schon so nervös wie Carla? Susanne war zu Hause total ruhig. Wir haben uns schon alle gewundert. Ich weiß einfach, dass ich das Richtige tue. Da gibt es keinen Grund zur Panik. Ich will und ich werde mit Carla glücklich sein. Ich war so lange gegen diese Hochzeit. Jetzt will auch ich nur noch, dass du glücklich bist. Danke, Papa. Hat mir erzählt, dass du wieder da bist. Wie war's denn? Super schön, aber das erzähle ich dir in Ruhe. Wir haben nachher bestimmt viel Zeit. Auf jeden Fall. Nico, hast du Susanne gesehen? Draußen bei ihrer Familie. Okay, dann kann Carla jetzt kommen, ja? Die Luft ist rein. Carla ist der Wahnsinn. Ich meinte eigentlich Leonard.